Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast-Radio Detektor FM. Hallo liebe Streaming-Fans, es ist Dienstag, der 28. Mai. Wie immer gibt's drei neue Streaming-Tipps für euch. In unserem ersten Tipp reisen wir direkt zurück in die 90er. Der Punk wurde in den 90er Jahren offiziell für tot erklärt. Die Doku Millennial Punk, eine Subkultur in Zeiten der Digitalisierung, zeigt aber, dass Punk alles andere als tot ist. Ganz im Gegenteil, er ist von einer Subkultur zum Teil der Popkultur geworden. Die Doku zeigt, wie sich der Punkrock über 2,5 Jahrzehnte hinweg entwickelt hat. Ich vermisse Leute, die mal auf die Kacke hauen, dass es spritzt. Du hast noch nie einen Gummiknüppel in den Rücken bekommen. In dem Land, von dem wir träumen, hängen die Bonzen an den Bäumen. Aber ich finde, Punk muss nicht immer Anti sein. Ich finde, Punk kann auch mal für etwas sein. Ich bin dagegen. Also die coolen Punks sind die, die was machen, ne? Ich habe sehr viel auch Hass im Internet erlebt, meistens von Männern. Manchmal auch amüsant. Ist Punk tot? Das ist zu mir scheißegal. Punk ist die einzige Gebrauchsanweisung für ein gutes Leben, die du jemals lesen musst. Die Doku blickt aber auch kritisch auf die Punkkultur. Sie versucht zum Beispiel die Frage zu beantworten, warum die Punkszene überwiegend weiß ist, obwohl sie sich dick und fett Antirassismus auf die Fahne schreibt. Über diese und viele andere Fragen sprechen Altpunks wie die Broilers und die Toten Hosen, aber auch aktuellere Acts wie die Antilopengang. Wenn ihr nochmal zurück in die 90er Jahre geworfen werden wollt, könnt ihr Millennial Punk, eine Subkultur in Zeiten der Digitalisierung, jetzt in der ARD-Mediathek schauen. Im Film Wochenendrebellen geht es um den 10-jährigen Jason. Seine Eltern sind verzweifelt, denn wegen seines Autismus fällt es Jason schwer, sich anzupassen. Die Schulleitung empfiehlt, dass er auf eine Förderschule wechselt, denn auch mit seinen Mitschülerinnen und Mitschülern tut er sich ziemlich schwer. Jeder in seiner Klasse ist Fußballfan. Jason kann aber mit Fußball nicht so viel anfangen. Hey Jason, bist du FC Bayern-Fan oder Dortmund-Fan? Ich bin Albert Einstein-Fan. Ich liebe Jason, aber ich kann nicht mehr. Ich will meinen Lieblingsverein. Lieblingsverein. Er ist Spieler mit 5 verschiedenen Schuhfarben. Keine bescheuerten Maskottchen. Aber besser wird's nicht. Wie kannst du das wissen, wenn du nicht alle gesehen hast? Ich stehe nicht auf, ich bin ja kein Steiger. Hier geht alles, hier sind wir König. Das Stadion wurde von den Nazis gebaut. Da gehe ich nicht rein. Jason macht einen Deal mit seinem Vater Mirko. Sie gehen zusammen zu einem Heimspiel von allen 56 Mannschaften der ersten, zweiten und dritten Liga, damit Jason dann seinen Lieblingsverein findet. Dafür verspricht er im Gegenzug, sich alle Mühe zu geben, an seiner Schule zu bleiben. Ihr könnt Wochenendrebellen jetzt bei Wow streamen. Die Dokumentation The 11th Hour, 5 vor 12, ist ein Dokumentarfilm über den Klimawandel aus dem Jahr 2007. Obwohl die Dokumentation schon 17 Jahre alt ist, könnte sie nicht aktueller sein. Denn was damals schon klar war, ist auch heute bittere Realität. Präsentiert wird die Dokumentation von Leonardo DiCaprio, der sich auch privat für die Umwelt einsetzt. Wir müssen uns dem Zusammenwirken von Krisen stellen. Die Industriegesellschaft hat irreparable Schäden verursacht und die Belastung nimmt immer mehr zu. Die Tragik ist die drohende Auslöschung der Menschheit. Bis zur Mitte des Jahrhunderts könnte es 150 Millionen Umweltflüchtlinge geben. Es ist nicht nur 5 vor 12, es ist eine Sekunde vor 12. Auch wenn wir beschließen, uns selbst auszulöschen, wird die Erde nicht verschwinden. Die Erde hat alle Zeit der Welt, wir aber nicht. Neben Leonardo DiCaprio kommen auch berühmte Wissenschaftler wie Stephen Hawking oder Politiker wie Gorbatschow zu Wort. In der Dokumentation geht es um Ursachen, Folgen, aber auch Lösungen für die Klimakrise. Wenn ihr sehen wollt, welche der Probleme wir mittlerweile angepackt haben und wo es noch Nachholbedarf gibt, könnt ihr The 11th Hour, 5 vor 12, jetzt bei Prime Video schauen. Das waren unsere Streaming-Tipps für heute. Wenn ihr einen Tipp habt, den wir an dieser Stelle mal vorstellen sollen, oder wenn ihr Feedback oder Wünsche habt, dann schreibt uns gern, entweder per Mail an kontakt@detektor.fm oder über unsere Social-Media-Kanäle. Die Tipps für heute hat Jonas Nikolik rausgesucht, Audioproduktion Noah Schulz. Ich bin Imke Zimmermann, wenn ihr mögt, dann bis morgen, wir hören uns. Was läuft heute?
Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast-Radio Detektor FM.